Und willkommen zu unserer neuen spaßigen Matze und heute eine Runde mit den Todesritter. Situation Battle. Ja. Letztes Mal Sida 2 war ja ziemlich gut. Todesritter. Den habe ich nicht oft benutzt. Ich meine, ich hatte ja noch eine starke Dürfenwolf-Runde. Die ich hätte auch zeigen können, aber. Die war nicht so stark wie die Todesritter-Runde, meine ich. Ich wähle es immer alles vorher ein bisschen aus und dann. Das, was ich am besten fand, das nehme ich dann. Okay, da fliegen wir hin. Da ist der Todesritter. Ich bin nie groß Todesritter geflogen, eigentlich, ehrlich gesagt, nie. Das ist das erste Mal. Bin mir auch nie immer zu 100% sicher, wie welche Waffe haargenau funktioniert. Ich meine zum Beispiel die Beamwipe. Die muss sogar fokussieren für den Stackschuss. Ich glaube, die macht sonst keinen. Eins von den Incoms steckt sofort, das weiß ich noch. So, ich war überrascht, dass Shortcuts angepasst hat. Aber erstmal gucken, wie was belegt ist am Anfang. Wie gesagt, ich flieg ja sonst nie. So, 1100 Schaden. Ich meine, diesen Modus macht der Fernkampf viel Nahkampfschaden. Das ist ja irgendwie ausgeglichen. Aber schau, den Supporter getroffen. Das sind nur 1900. So, die Schulterkanonen. Da war ich überrascht, dass man mehrmals schießen kann. Ich dachte, das ist ein dicker Schuss und das war's. So, alles hinterher schicken. Mein Mate helfen. Okay, ich hab einen Schlag getroffen, das ist schon mal gut. Ich wünschte, dass ich da noch einen Downschlag machen können. Der ist so ein bisschen verwirrt. So, hier geht schon aus, dass irgendwas steckt. Aber es hat's nicht. Sonst hätte es vielleicht funktioniert. Ja. Läuft nicht so gut. Na, shit. Okay, erstes Leben. Ein absoluter Müll. Aber naja. Wir haben noch ein zweites Leben. Vielleicht können wir da was machen. Okay, mein Team hat allgemein reingeschissen. Das kann man festhalten. Lief nicht so gut. Aber ich bin mir sicher, das wird noch, sonst hätte ich es ja nicht abgespeichert. Okay. Da ist jeder zwei Teams spawned. Der will wohl die Stellung halten, schätze ich mal. Wer soll da A einnehmen? Das könnte man. Ja, weil da merken es die Gegner. Naja, ich spawn mal, um dem vielleicht zu helfen irgendwie. Den Schild habe ich doch gar nicht verwendet, meine ich. Ich hätte mir vielleicht mal verwenden sollen, ne? Weil ich glaube, das ist gar nicht verkehrt tatsächlich. Okay, die Waffe ist aufgeladen. So, auf wen wollen wir schießen, die Frage? Da hat der Dürfenwolf einen fetten Schuss drauf. Na, Mist. Man hält hier in diesem Situation Battle nichts aus, ne? Ich bin schon halb tot. Ist da gar nichts passiert. Ja. Die Mate krieg ich so lange nicht ganz gesteckt. Alles hinterher. Das Dürfenwolf, das geht natürlich schon in den Schlägen, kein Stack, hat der Stoppdämpfer. Okay, Dürfenwolf weg. Nimm mir das noch hier noch. Irgendwie schon Verbindungsprobleme. Ja. Da hilft mir der Mate ganz gut. Einfach alles rauslassen. Und jetzt den Schild. Ich glaube, wir haben schon erstmal den Schild benutzt und gemerkt, hey, das ist gar nicht mehr so schwach. Na, vorbei. Hätte aber auch nicht richtig analysiert. Okay, weg ist er. Eine Embolteilwaffe zum Fokussieren. Hat man auch nicht so oft, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, dass du alles durchwechselst. So, Hades. Für mehr Schaden. Und das schon halb tot, ne? Ja, oh, schön, getroffen. Na, ah, vorbei. Okay, in kommt's raus. Na, ja, ich krieg ihn nicht ganz rein. Shit. Ich meine, den Raid hat er schnell tot, das ist gut. Ich weiß gar nicht, dass gerade hier der stärkste Suit für den Gegner ist. Könnte der Raid sein tatsächlich? Oder der Hübenwolf, der ist auch ziemlich hoch hier. Wir sind hinten. Aber es ist noch nichts verloren eigentlich.
Vielleicht kann er irgendwie so ein bisschen zur Basis zurückkämpfen, so ein bisschen zurückziehen. Dann könnte man vielleicht schaffen, dass er überlebt. Wir müssen ja langsam mal in Punktevorsprung gehen. Alles raus, scheiße, er ist tot. Das ist nicht gut. Gut zielen und getroffen. Ach nee, der Support ist der stärkste von den Gegnern, stimmt. Er merkt, dass er kaum Schaden kriegt. Okay. Abgeladen, na. Weil normalerweise bei dem Modus, ne, wenn man das fliegt, waren wir eigentlich immer in der anderen Basis. Außer hier natürlich. Wir kennen einen Schlag. Okay. Haben wir getroffen irgendwie? Na, schon wieder tot. Ich sterbe gerade sehr oft. Das ist gerade gar nicht gut. Ich glaube, wir gewinnen die Sache auch nicht. Wenn das so weitergeht. Ja, das sieht er. Ja, das ist gleich tot, leider. Ja, läuft nicht gut. Was schade ist. Das sollten bei Osborn, glaube ich. Erwischt er einen, das ist ja cool. Aha. Okay, kurz warten nach, bis die anderen bereit sind. Dann können wir reingehen. Ja, unsere Basis nimmt Schaden. Okay. Ein Spawn. Oh, unsere Basis ist ja fast tot. Ich glaube, die werden die Basis noch zerstören und dann haben wir verloren. Ja. Er ist irgendwie in Deckung fliegen. Aus der Schussbahn raus. Okay. Die hätten wir getroffen. Ja, unsere Basis ist hier lieber. Eigentlich kann man echt schnell den hier abschießen. Okay, der Wade lebt noch. Ja, der Haken ging vorbei von meinem Mate. Ah, nicht getroffen. Zu tief. Egal, der ist weg. Da lebt noch einer. Ja, wir müssen weniger Basis zerstören, aber... Dann werden wir nicht schaffen. Da müssen wir jetzt dahinter fliegen und die Bombe legen, glaube ich. Aber selbst... Das wird zeitlich einfach nichts. Ja. Ich sag jetzt schon mal, wir werden das nicht gewinnen. Ist zwar schade, aber... So wird's wahrscheinlich. Okay. Ja, man braucht 10 Sekunden zum Legen alleine, das... Nee. Ich weiß nicht, haben alle was zerstört? Wie viele Hunde kriegen wir da raus? Boah, der kriegt einen Schaden. Was, der lebt noch? Okay, jetzt haben wir 600, der alleine. So, das ist der Support. Ja, ich habe einen Mate getroffen leider noch. Okay, die Incomes raus. Ja, okay. Jetzt haben wir einen guten Wash hier. Aber es wird nicht reichen, es ist zu spät. Den nächsten abgeschossen. Da ist der Wade nochmal. Den können wir nochmal kriegen. Der Schild lädt nach. Egal, er ist tot. Na, oh, nein, 1000 Punkte fehlen noch. Also der Endsport war richtig gut. Aber leider zu spät. Das hätten wir am Anfang hinkriegen müssen, so. Wir haben noch mit Glück, sie gegen eine 1-1 Bombe, muss man dazu sagen. Ah, das ist schade. 140.000. Bis gegen 97.000, ne? Und das ist schon zweiter, also. Bei mir lieb, vor allem am Ende. Hätte schon auf anzumachen, so. Bei 10 Abschüsse. Ah. Ärgerlich. So, kriegen wir noch was? Wir haben den Todesritter komplett, hey. Gut. Eine tägliche Mission und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal.